Krefeld bezeichnet sich selbst als eine besonders fahrradfreundliche Stadt. Die Zahlen sagen aber leider etwas anderes. Alleine im Jahr 2011 wurden in der Samt- und Seidenstadt 329 Radfahrer verletzt. Für 2012 rechnet die Krefelder Polizei mit einem weiteren Anstieg der Unfallzahlen. Oft sind noch nicht einmal die Radfahrer selbst an den Unfällen schuld, sondern unachtsame Pkw- und Lkw-Fahrer. Im Gegensatz zu ihnen haben Radfahrer fast keinen Schutz. Einzig der Helm dient im Ernstfall als Puffer. Um dafür zu sorgen, dass Radler, Pkw- und Lkw-Fahrer gegenseitig mehr auf sich Acht geben, kontrollierte die Krefelder Polizei diese heute besonders stark. Man muss die Verkehrsteilnehmer, das gilt sowohl für die Radfahrer als auch für die Fahrzeugführer, wirklich sensibilisieren, auf das Fehlverachten oder auf das Fehlverhalten hinweisen, dass das entsprechend abgestellt wird. Zum Beispiel, dass wirklich Fahrzeugführer oder auch die Lkw-Fahrer den Fahrtrichtungsanzeiger setzen, sodass der Radfahrer auch weiß, okay, derjenige möchte jetzt nach rechts abbiegen, weil der Radfahrer immer der schwächere Verkehrsteilnehmer nun mal ist und bei einem Zusammenstoß das leider Gottes oftmals dann tragische Folgen hat. Die Krefelder Polizei hat sich heute speziell auf das Stoppschild an der Ecke Königsstraße, Dreikönigsstraße konzentriert. Im Minutentakt wird dieses von Radfahrern und Autofahrern gleichermaßen überfahren. Diese Situation führt immer wieder zu schlimmen Unfällen. Radfahrern rät die Polizei besonders in der dunklen Jahreszeit auf eine gute Beleuchtung des Rades, helle Kleidung und im Optimalfall sogar auf reflektierende Streifen zu setzen.